Wir sind hier bei unserer Basis, also unweit unserer Basis. Da unten ist der Altar und einen kleinen Hügel nach oben und da ist ein kleines Lager. Und wir meinen erspäht zu haben, dass da irgendeiner mit einem Hammer rumläuft. Das, ich schieß dann mal den Krieger an. Das Lustige war ja, der letzte mit einem Hammer war ein Koch. Ich bin gespannt. Der haut die Schnitzel damit platt. Ach so, das war der Schnitzelhammer. Das ist eine gute Idee. Mhm. Das klingt logisch. Wo ich so drüber nachdenke. Xa, brauchst du noch ein paar Pfeile? Der war jetzt daneben, oder? Ist immer gut, einen guten Bogenschützen dabei zu haben. Das ist völlig. Jetzt habe ich getroffen. ja. Dann machen wir doch den als erstes mal eben weg hier, oder? Was bist du denn? Ach, das sind Verbannte. Das sind alles Krieger. Alles Krieger? Also drauf aus. Okay. So. Ja, wie? Das ist alles? Das war alles. Ja. Okay. Kann ich gar nicht erinnern, dass das alles sein soll. Das ist ja nicht viel. Aber haben wir nicht klares Wasser da unten? Das ist ja Wahnsinn. Kannst du so auf den Grund gucken. Mhm. Jo. Kann man direkt rauszippeln. Oh ja. Da pinkeln die Krokodile rein. Aha, super. Ja, schmeckt ein bisschen nach Krokodilarsch, aber sonst alles super. So, lass uns mal gucken, weil hier oben könnte man ja eigentlich ganz schön bauen. Hier ist eine Kiste. Wow, Wahnsinn, da wird es bestimmt Holz geben oder so. Wahrscheinlich 5 Steine und 2 Fasern. Fasern, Stein und Knochen gab es. Also na, es ist ja Wahnsinn. Das ist der reinste Wahnsinn. Bin aber ich unterwegs. Das geht hier ja richtig weiter. Ja. Du gehst jetzt da hinten, eigentlich kannst du einmal rum, dann kannst du zur nächsten Ebene wieder runtergehen da hinten. Beziehungsweise, wenn man die Ebene noch ein bisschen weiter nach hinten läuft, gibt es da auch noch einen Eisenspot. Ja. Ups. Und Spinnen! Ups. Ich muss mal eben schnell ans Wasser. Bin so ein wenig am Verdursten, so minimal. Warte, Koya, komm mal zu mir. Nee, da unten ist doch gleich Wasser. Ich komme dann hinten rum wieder hoch. Na gut. Aber die Ebenen hier sind schön, also die kann man sich schon auch noch erschließen hier beim Bauen. Mir gefällt der Gedanke, so ein bisschen so diverse, verwinkelte... Oh, man verliert voll schnell Leben, wenn man verdurstet. Jo. Eieieiei. Beeil dich mal, und jetzt werde ich gleich vom Krokodil gefressen hier vorne. So blind, wie ich hierher laufe. Eieieiei. Sind die dann beide aufgefüllt? Beide? Nee, komisch. Egal. So. Ich hatte mal eben schnell gesagt, als ich hier runter bin. Ja, das stimmt. Das war fahrlässig. Oh, yeah. Das war ganz grob fahrlässig. Aber sowas dann. Ich bin der Meinung, unsere Basis kann was werden. Ich weiß auch nicht, ob wir hier unten wirklich bauen sollten. Das stimmt schon. Wenn wir den Turm hier einfach... Vielleicht sprengen wir den einfach mal irgendwann. Hm? Das hätte wenn auch wir was. Irgendwann mal an Schwefel kommen, dann ja. Ich weiß, wo Schwefel ist. Ja, dann, wie ich würde sagen, wir haben einen Plan. Den Turm sprengen wäre schon cool. Aber was haltet ihr davon zu sagen, wenn wir da oben jetzt bauen würden, auf der Ebene, wo der Tempel ist, und dann nach hinten gehen und auch diesen Hügel hoch, wo man dann jetzt zu den anderen, zu dem Camp da oben kam? Da könnten wir doch wirklich, oder auch hier. Also, die Ebene, das hier ja gerade recht gerade ist, könnte man hier eine schöne doppelbreite Treppe hochziehen. An der Stelle hier jetzt. Moment, wo ist er? Da, ja, genau. Eine Doppel- oder sogar Dreier. Ja, genau. Ja, könnte sogar für 3 reichen, ja. Ne, dann könnte man das so ein bisschen würdiger aussehen lassen, als da unten diese Popeltreppe beispielsweise. Die müssten wir, glaube ich, auch nochmal neu machen, die du da hochgezogen hast. Ist zwar gut gemeint, aber irgendwie gefällt die mir nicht. Das ist nicht so für den Aufgang zu einer Basis nicht würdig. Popeltreppe. Ist eine Popeltreppe, tut mir leid. Das ist... Coach, verteidige mich. Nee, ja, das kann man ja, die kann man doch auch vorziehen. Beispielsweise da, wo du jetzt stehst, ansetzen lassen. 3 breit. Und... Hau mich nicht wieder. Ich muss zugeben, ich hatte gerade das Bedürfnis. Popeltreppe, genau. Hashtag Popeltreppe.
Da, ich würd dich gerne verteidigen, aber mir sind gerade pauschal die Trien wiedergekommen. Also deswegen, lass uns einfach alles andere lernen. Koja lernt die Bausachen. Lass ihn machen. Ja, dass er wieder irgendwelche komischen Türmchen mit Gesichtern bauen kann. Ja, genau. Ja. Aber Hauptsache, er ist mit sich selbst im Reinen. Das ist genau. Dann alles in Ordnung. Also ich glaube, wir brauchen ganz, 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 ganz viele Sprengfässer. Nicht schön, kabum. Ja, ist nicht schön, aber wir hatten Spaß. Genau. Nicht schön, du darfst nochmal von vorn. Geh nicht immer los. Das Ganze besser. Genau. Hier schwebt eine Axt. Die magische Axt. Ja, das war die Axt, die da auch, glaube ich, letztes Mal schon schwebte, aber die ihr irgendwie nicht gesehen habt. Ja, jetzt sehe ich sie auch, eindeutig. Ich sehe sie nicht. Die heilige Axt bei unserem Tempel. Siehst du mal an hier. Unglaublich. Ach ja, was stellen wir Dummes an? Wir müssen zum einen ein bisschen... Ja, genau, würde ich sagen, oder? Dann habe ich für jeden nochmal ein zweites Schwert gemacht, weil es von Vorteil, da eine Zweitwaffe dabei zu haben. Kann man auch stärkere Schilde mitnehmen? Stärkere was? Stärkere Schilde. Achso, ich habe verstanden, stärkere Schere. Beziehungsweise kannst du nicht schon bessere Rüstung lernen, Coach? Was kann ich? Bessere Rüstung. Nein, aber ich glaube, ich kann die besseren Schilde bauen. Ja gut, das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und unser Sklave starrt noch immer das Holz an, damit es schneller bearbeitet wird. Genau. Ja. er bohrt mit den Augen die Löcher ins Holz. er fokussiert erstmal seine Arbeit. So, der Steinmetzgeselle. Was kann ich denn hier? Den könnte ich doch schon mal. Dann könnte man nämlich diese Stonebrick-Sachen lernen. Komm, den lerne ich jetzt mal. Ich soll ja hier Bausachen lernen. Dann mache ich das. Dann lerne ich jetzt diese Brick-Geschichten. Another brick in the wall. Warum kann ich das? Es ist tatsächlich mit dieser Warteschlange ist gefixt. Also alles gefixt. Hervorragend. Ich könnte eine Armbrust lernen. Die ist nicht schlecht. Aber die hat genauso einen Drop. Ich habe die auch schon getestet. Achso, mir fehlt die Stufe dazu. Doof. Also ich habe die schon getestet, da fallen die Pfeile genauso runter wie so ein nasser Sack wie beim Bogen. Ich fand die eigentlich enttäuschend. Ja, aber die macht mehr Schaden. Das Ding ist nur, die braucht halt ein bisschen länger zum Nachladen. Das schon, ja. Töpferei. Tonkrug, aha. Stuhlmacher. Tonkrug kann ich. Aber Stuhl und Tisch und sowas hast du noch nicht gelernt. Rezeptstuhl habe ich. Holzstuhl. Ja, Stuhl, genau. Ja, okay, das hast du. Mhm. Dann würdest du noch den Stuhlmacher dazu nehmen? Dann hast du auch Schemel und Unterschemel und sowas. Dann könntest du so ein bisschen Interieur machen quasi. Dann würde ich mal die große Truhe lernen, weil die ist richtig teuer. Ja. Aber die brauchen wir. So. Ja, aber die ist auch ziemlich teuer. Dafür habe ich letztes Mal schon hier oben diese Eisenverstärkung. Die Verstärkung, genau, die brauchen wir nämlich, ja. Eisenverstärkung brauchen wir einiges. Und wie machen wir es mit den Waffen? Wer lernt die? Also zum Beispiel die Pike. Weil Couch macht ja Rüstung. Ich wollte sagen, ich würde dann jetzt weiter beim nächsten Level mit Rüstung weitermachen. Dann wäre es ja cool, wenn Zahl das macht. Dann mache ich Waffen, ja. Okay, ja. Ich heb mir die Punkte noch ein bisschen auf, bis ich dann die Stonebrick-Sachen lernen kann, weil die sind wieder richtig teuer dann. Gibt's dann irgendeine Wunschwaffe? Also eher Piken, eher Schwerter oder... Ich hätte mal Lust auf Pike oder Speer, dass man so ein bisschen Range hat beim Nahkampf. Oder sowas Heftiges wie ein Kriegshammer, das wäre auch cool. Der Kriegshammer ist richtig geil. Aber das ist natürlich, du bist halt langsamer damit, ne? Das, Schwert ist natürlich immer die schnelle Angriffswaffe. Oder im Nahkampf und die anderen sind halt, du bist da echt langsamer, weil klar, Zweihandwaffe, du musst ausholen und. Ich glaub, aber mir ist es egal. Wir haben ja jetzt das Metallschwert, haben wir jetzt ja erstmal. Ja. Also ich bin nicht so der Freund von Schwert und Schild, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Blocken, ich komme überhaupt nicht zum Blocken. Also wo ich es nutze, ist bei Bogenschützen. Da halte ich das Schild hoch.
Das rennen ist, auf die zu und dann hau ich sie mit dem Schwert kaputt. Weil das ist richtig. Die hauen ja so viel Schaden rein. Ach, die ersten Schilde sind fertig. Ja, sehr schön. Lass mich mal rein. Also ich könnte jetzt eine Eisenpike machen, falls ja. du will. Ja, dann mache ich da eben eine. Gerne, gerne. Ich würde sehr gerne eine eine oder zwei? Also für mich eine. Wenn Coach ja, auch will, dann... Coach auch eine will. Ja. Nee. Ich habe ein zweites Schwert dabei. Das reicht mir erstmal. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die toll ist für mich, aber ich würde die einfach unheimlich gerne ausprobieren. Ja. Wenn die Eisenverstärkung da jetzt in der Warteschlange, dann nimm die raus. Die habe ich rausgenommen. Müsstest du dann jetzt nochmal anwerfen? Ja. Ich habe jetzt die PG erstmal davor gestellt, kurz, dass die durchläuft. Ja. Ich glaube im Chat stand vorhin irgendwas zu den Eisenpfeilen. Fliegen die dann vielleicht weiter, schneller? Das kann ich mir vorstellen. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also ich habe im Singleplayer auch schon ein bisschen mit Eisenpfeilen rumgeschossen, aber ich würde sagen, die sind genau gleich wie die anderen Pfeile auch. Wir hatten bei uns auch einen, der hat sich auf Bogen spezialisiert. Das tut sich nichts. Er meinte, nachher gibt es ja noch einen anderen Bogen irgendwie. Da wäre es minimal ein bisschen mehr, aber... Kaum merklich. Ja. Okay. Naja, gut, dann. Dann ist es ja nicht so dolle, ne? Nope. Oh, hier sind noch ein paar Maden. Ja, Gott sei Dank. Lecker. Ja, Fleisch müsste im Dings sein hier, im Feuer. Ja, Fleisch habe ich mir gerade schon rausgenommen. Ich verteile dann jetzt noch mein Inventar, dass ich da halbwegs leer bin. Und dann, huch, da ist gar nichts drin, was auch immer da mal drin war. Ja, Leute, macht schon mal, wenn wir jetzt in der Hülle gehen, macht schon mal euren Fail-Koffer bereit. Du bist wieder so pessimistisch, das ist ja unglaublich. Ich war da schon. So, ich nehme mir ein bisschen Eisen mit, dass man auch mal was reparieren kann. Ja, ich dann muss aber auch noch Haut einpacken. Ja, die werde ich auch gleich noch einpacken, Leder. Ledern, nicht Haut, oder? Ja, Leder, also das Schwertzeug. Für Schwert brauchst du, glaube ich, nur Metall, wenn ich das so richtig weiß. Zum Reparieren. Ich nehme einfach ein bisschen Leder mit, ist ja jetzt nicht so dramatisch. Kopf. So. Das hier kann man getrost wegwerfen. So. Ich hänge. Was ist hier los? So. Ich habe Sklavenutensilien dabei. Also, falls wir da irgendjemanden sehen, können wir auch. Hat, mitnehmen. Auch dabei. Hm. So, zwei Trinkbeutel, was zu essen, Reparaturkrams. Stöckchen findet man ja hoffentlich unterwegs, oder? Nehmen wir mal welche. Natürlich. Die liegen ja überall rum. Die liegen ja eigentlich überall, ne? Oder ist da irgendwo, wo es keine gibt? Ich weiß es nicht. Was liegt da überall? Stöckchen. Ob es die überall gibt oder ob es auch stöckchenlose Gegenden gibt, ne? Ja, es gibt mal stöckchenärmere Gegenden, aber eigentlich. Stöckchen sind überall. Holt Stöckchen. Yay! So. Hol das Stöckchen. Wir lassen mal tanzen hier. Der ist immer noch nicht fertig. Gibt's aber nicht. Ein Schnipselchen braucht er noch. Boah. Stöhnt sich da ein zurecht. Hat er vielleicht keine Suppe mehr? Hat er vielleicht nicht mehr diese leckere Suppe? Doch, Suppe ist drin. Aber Moment, die Suppe war doch vor Couch. Wir müssen da Fleisch reinlegen. Das war ja eigentlich auch so. Couch wollte die Suppe haben. Ah. Oh ja. Wo seid ihr gerade? Wir sind beim See. Wir sind auf der anderen Seite der Map. Genau. Gerade eine wichtige Nachricht im Chat, vergesst deine Pike nicht. Da war was. Wo ist die? In der Mitte. Nein. Dann ist er noch nicht durch. Muss mal unten gucken im Crafting-Dings. Eisenverstärkungen laufen noch 35, aber da ist keine Pike in der Warteschlange. Okay. Kannst du mal gucken? Das ist komisch. Ja, ich schau gerade mal. Mhm. Ho! Also, ich hab's nicht. Dann musst du nochmal wieder abbrechen, die Eisenverstärkung. Wir wollen die Pike sehen, wir wollen die Pike. Achso, da hat irgendein Spaßvogel die Äste rausgenommen. Ich hab keine Äste rausgenommen. Nein, ich habe keine Äste im Inventar.
dann muss ich wohl unten welche holen. Ich leg die da mal wieder rein. Ah! Ja, wisst. So. Ich hätte die zweite. Und ich denke eben noch, was sollen die scheiß Äste da drin? Ja. Oh, das Kriegshorn. Er hat den Klappstuhl ausgeklappt. Ja. Ausgegraben. Ach ja. Juhu, gleich ist es fertig. Oh, ich bin so aufgeregt. Boah, die brauchen ja länger als der Sklave. Jo. Dauert halt ein Weilchen. Das Ding ist handgeschmiedet. Könntest du schon einen Tisch bauen, Coach? Oder hast du das jetzt noch nicht lernen können? Nee, Tisch noch nicht. Spätestens wenn wir da aus der Höhle wieder rauskommen, kann ich leveln. Wie sind das mit den Tänzern? Kann man die auch einfach wie die anderen nehmen und irgendwo hinstellen und tanzen sie dann immer oder wie? Und man kann sie auch wieder aufnehmen. Ja. Oder? Man kann sie auch wieder aufnehmen. Aber wir sollten vorsichtig damit sein. Wir hatten das letzte Mal gehabt, da ging uns der Tänzer kaputt. Kaputt? Da habe ich den aufgenommen und da war der als fehlerhafte Datei in meinem Inventar. War dann natürlich etwas doof. Mussten wir uns einen neuen Tänzer besorgen. Dann lass mal den beim Lagerfeuer tanzen, den ersten. Oder wir stellen ihn für Steine. Oder auf dem Altar. Nee, auf dem Altar, das ist ja entwürdigend. Warum? Auf dem Altar wird nicht getanzt. Natürlich, Gottesanbetung, alle Gottestanz. Das glaube ich nicht. Ach Mann! Okay, ich glaube, wir müssen mit unserem Verderben auskommen und unsere erste Tour ohne Tänzer starten. Wie weit ist er sie denn? Ja, also. Dürfte gar nicht jeden Moment so weit sein, nee, oder? Nee, eigentlich, also ich würde sagen, der braucht noch 10 Minuten, so gefühlt. Also er hat jetzt ungefähr das, was mir von Anfang der Folge bis jetzt, also so, er hat ungefähr die Hälfte von der restlichen Strecke zurückgelegt im Laufe dieser Folge. Insofern wird er nochmal so ungefähr 10, 15 Minuten brauchen, schätze ich. Ich suche mal was. Das muss ich nochmal eben auf mich wirken lassen. Die Hälfte der Folge der restlichen. Nee, ich bin raus. Das muss man mal wiederholen. Nochmal so lange, wie er bis jetzt gebraucht hat, im Laufe dieser Folge sozusagen. Also. Oh. Oh? Ich habe eine neue Lieblingswaffe. Okay. Die ist nice. Und nice war es auch hier von Raptilos. Du sollst ja auch nicht leben wie ein Sklave. Ach ja, danke schön. Aber immerhin, ich bin schon aus dem Rad raus. Also ein bisschen besser ist es. Was ist denn hier mit der Treppe passiert? Danke dir. Da kommt jetzt eine neue hin. Und Notron 2166, dankeschön. Hallo und herzlich willkommen. Die Pike ist wirklich geil. Die hat eine Hyäne in zwei die Popeltreppe. Anti-Popeltreppen-Maßnahmen, ich sehe schon. Was nicht Mimimi? Ja. Ich lobe, ich finde toll, ich feiere. Warte, den kriege ich. Komm. Boah. Wo ist es hin? Ich finde es. Du sagst es nicht. Es tut weh, oder? Ein wenig. Ein wenig, gut. So, wer hat noch kein Schild rausgenommen hier? Ich hab. Oh, ich hab keins. Achso, ist hier in der Armors bestimmt. Nech. Und das ist auch schön. Ja. Ich weiß nicht. Viel Spaß beim Abreißen. Ich hab da nur eine Frage, wie es hinkommt.
Ja, eben. Sag ja, viel Spaß beim Abreisen. Das wird putzig. Hau einfach eine andere dagegen. Dann bauen wir uns da irgendwie mal hoch. So, ja, ich würde ja eigentlich ganz gerne unseren Tänzer abholen, aber ich kann da gerade nicht hin. Doch, kann ich. Ich habe ja zum Glück so einen formschönen... So einen formschönen... Was ist denn das für eine... So einen formschönen Turm. Was ist denn eigentlich, wenn man die Pike hat, kann ich keine Fackel nehmen. Ja, das ist ein Nachteil. Ne, das sollte eine Zweihandwaffe sein. Ja. Mit Drehwurm rüber zum Tänzer. Und dann werden wir demnächst... Bewegung! Schneller! Los! Schieb! Schieb! Sonst reduzieren wir hier die Schleimsuppenration! Oh, der ist fertig. Bup. Ich hab'n. Fertig? Hm? I'm a Bam. Wo bist du jetzt? Beim Feuer. Achso. Soll ich ihn hier mal dann aufstellen? Ja, stell auf. Moment. Ich will nicht mehr. Warum? Ich sehe das gerade in der Vorschau, was er da... Ah? Kann ich den auch... Mach jetzt an! Kannst du den auch ins aufstellen, aber mach den jetzt an. Na gut. Weiß ich jetzt auch mal begutachten kann. Ja, da sag ich ja. Und die Verderbnis schmilzt dahin. Das ist, Das könnte durchaus ein Tanz aus Final Fantasy sein. Das ist beeindruckend. Ich brauche gerade mal Reparatur für meine Fackel. Ja, das stimmt, da können wir ein neues Tanzvideo drehen. Also? Ich brauche noch ein paar Tänzer. Ach, Kohle brauche ich für die Fackel. Oha, eine Kohle bitte nicht. Ein neues Tanzvideo. Neues Intro, neues Stream-Intro, aber hallo, Matze. Dann kannst du wieder neue Songs schreiben. Also ich hab zu meinem Kumpel. Ja, zu meinem Kumpel gesagt, das erinnert mich so ein bisschen so an. Also, so ein bisschen, diese Musik könnte man da so hintermalen. Das würde passen. Das nervt aber auch echt schnell. Es hat sowas von. Weiß ich nicht, wie heißen diese? Hier, Lord of the Dance. Lord of the Dance, ja, yeah. Lord of the Dance, stimmt, das ja. Macht der auch noch was anderes? Also, vorhin, als ich den platziert habe, hat er hier Handstand und alles Mögliche gemacht. Ja, ab und zu macht er auch mal was anderes, aber das ist, glaube ich, jetzt ist er hier. Jetzt ist er im Steppmodus, ja? Jetzt hat er ein bisschen Kreislauf. Ah, okay. Armer Kerl. Tja, gut. Oder er versucht das Feuer auszutreten, man weiß das. vielleicht hat er auch. Vielleicht ist der Boden heiß, ja. Vielleicht ist der Boden einfach ein bisschen heiß. Das ist gut möglich, ja, ja, ja. Genau. Eieiei. Lass mich raten, Zahler. Mir steppt die Treppe da nicht richtig ran. Doch, doch. Ja? Das kommt bei raus, wenn man mehrere Stunden im Rad der Pein war. Ja, dann würde ich auch so tanzen. Mhm. Oh, es wird wieder Tag, wir können gleich los. Tja. Armer Schlucker. Moment. Noch ein Bild mache ich, dann hast du es geschafft. So, super. Kalinka, 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 Kalinka. Ja, sie schon. Ohrwurm. Das ist schon. Das ist so, ja. Ganze ja. Nacht hat er durchgetanzt. Ist er nicht tapfer? Unglaublich. So, also Verderbnis ist los, wenn ihr soweit seid. Ja, tatsächlich bin ich auch. Sekunde. Ich räume jetzt wieder mein Inventar aus. Ich habe wieder hier alle möglichen Häute und so Gedöns gerade von der einen Hyäne. Nicht übel.
Ich glaube, Knochen können wir zukünftig einfach wegschmeißen, oder? Also das ja. Haben wir ja Tonnen. Haben wir ja zwei Rollen, die Bergereife. Wieder. Das ist nicht das Problem. Ja. Gut, ja, nee, dann können wir loslegen. Dann können wir marschieren in Richtung Verderben. Im wahrsten Sinne. Klingt gut. Klingt gut? Baust du die drei Treppen noch dran oder wollen wir los? Ja. Nö, mach ich eben. Die habe ich noch im Inventar. Musst wahrscheinlich von unten bauen, genau. Ja. Nö, nö. Supi. So, zack. Schade, dass die nicht so hier ne, lückenlos aneinander gehen. Das ist echt ja. Schade. Da habe ich gesehen, das können wir überlegen, wenn wir die dreispurig machen sollten, eventuell noch. Da habe ich gesehen, da haben andere eine Lösung gefunden, indem sie in die Mitte keine Treppe gemacht haben, sondern eine Rampe oder so ein Dach oder was es ist. Und das überlagert. Dann hast du Treppe, Rampe, Treppe und dadurch keine Lücke zwischen den einzelnen Elementen. Und es ist dreispurig? Und es ist rollstuhlfahrergerecht. Muss man ja auch dran. Rollstuhlfahrergerecht, diese Schräge hier. Ja. Ja, runter. Runter auf jeden Fall. Runter ist geil. Muss aber hinten noch ein paar Fangseile und man hat so eine Schleifspur im wahrsten Sinne, ja. Wo du die Sklaven dann hochschleifen kannst, besser als über die Treppe. Sonst kommen die oben an, haben alle hier durch das ewige Aufdotzen mit dem Schädel, dong, 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 bei der Treppe hoch, eine mittelschwere Gehirnerschütterung und dann tanzen sie nur noch rum wie der da unten. Das wollen wir ja auch nicht. Die sollen ja schon noch intakt sein. Die sollen ja schon noch funktionieren, wenn sie hier hochgeschliffen werden. Insofern eine Sklavenschleifspur. So. Also dann gibt es eine rechte und eine linke Spur und eine Sklavenschleifspur. Genau. Los, genug Blödel, ich will losziehen. Kommt ihr mit? Ja. Sehr so, schön. Dann mal los. Ich weiß noch nicht, wo lang. Gehen wir wieder so grob Richtung Eisen, oder wie? Na, hinten hier lang. Da hinten lang, okay. Ja. Also die Pike ist echt cool. Sehr schön. Hat ihr auch ein bisschen mehr Reichweite als das Schwert? Ja. Ja, muss. Auf jeden Fall. Also ich hatte den Kojoten oder die Hyäne hatte ich zerlegen können. Ohne dass die an mich rankam und zwei Schläge. Also war gut. Oh, nicht schlecht. Mhm. Und Haltbarkeit hat sie kaum sichtbar eingebüßt, also hält auch ein bisschen was. Ich denke, es passt. Da kommt nachher noch ein Dreizack. Das Ding hat eine Haltbarkeit von 925. Ach, sieht man auch die Haltbarkeit als Punktzahl irgendwo, oder wie? Ja, wenn du die anklickst. Ah ja, 386 hat die und das Schwert. Moment. Oh, das ist schon ordentlich. Das Schwert hat 198, also es ist doppelt so haltbar wie das Schwert. Ja. Das ist schon gut. Kostet war auch nicht ganz mehr, billig. Ne? Ja. Ja, 30 Eisen. Hey. Gut. Hier am Fluss entlang, weiter oder wie? Ja, genau. Okay. Ist gar nicht so weit, also. Aua. Wollen wir direkt in die Höhle oder wollen wir? Ich würde ja ganz gerne einfach mal so ein bisschen durch die Lande ziehen, weißt du? Können wir. Ich kann euch aber ja erstmal die Höhle zeigen, die ist ja hier vorne gleich. Wir müssen ja nicht sofort reingehen. Wie schnell baut sich denn so ein Verderbnis wieder ab? Ich meine, sonst gehen wir zurück zur Basis danach und. Also hast du ja gesehen, also der hat jetzt aber einen Schlingel getanzt und die war weg. Okay. Genau. Das geht schnell. Ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich die UI aus hatte zu dem Zeitpunkt. Weil ich Fotos machen wollte von unserem schönen Tänzer, weißt du? Das bisschen, was wir hatten, das war, keine Ahnung, innerhalb von 2 Sekunden weg gefühlt. Okay. Ja. Okay. Ja, das geht sehr schnell. Ja, dann könnte man das. In der Tat so machen. Ich sehe euch leider gerade nicht mehr. Hier vorne? Hallo? Einfach der Dings entlang. Einfach der Wildnis folgen. Da ist er. Hier, hallo. Hier, links. Ach da, okay. Hallo. Ihr seid gut getarnt hier vor den Steinen. So, da ist der Höhleneingang. Ah ja. Besuch unter uns. Hubbala. Boah. Wir hatten üblen AOE. Besuch um uns herum, überall. Aua. Dieser wild gewordene Coach. Ey, du hast schon einen Speer und kommst trotzdem auf 10 cm ran. 10 cm, so wie du damit rumfuchtelst. Und hier in der Höhle ist auch Schwefel. Du kriegst nur noch Stöckchen, voll wie jene.
So, ja, also wie gesagt, hier drin ist auch Schwefel. Also wollt ihr jetzt einen Blick eben reinschmeißen? Ja, machen wir das mal. Wir machen das, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge, glaube ich, wieder, oder? Was sagt Kia, unsere magische Uhr? Auf den Punkt, Koya. Das ist Wahnsinn. Ich bin so stolz. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir hier die Höhle betreten. Oh, was ein Cliffhanger. Ich werde wieder gehatet auf YouTube, glaube ich dann. Aber es passt halt jetzt auch gerade. Ist doch auch mal schön. Okay. Spannung wird hochgehalten und dafür kommen ja die Folgen täglich. Ihr müsst also gar nicht lange warten. Hier im Stream geht's dafür weiter. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.